So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von shaliastevens.com. Und heute bin ich im Interview mit Manuela Kind. Hallo Manuela. Hallo Shalia. Wir haben auch ein Pferd im Hintergrund, der immer wieder Geräusche macht. Ich höre von meiner rechten Seite. Mal schauen, ob Duke sich auch rührt oder nur in der Sonne badet. Heute wollen wir eine Kundenstimme machen und wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, Manuela, dass das kein üblicher Ablauf sein wird von einem solchen Kundenstimmenvideo, weil du bist nicht irgendwie über Contents und dann in das Kennenlerngespräch reingestolpert zu einem 1:1 Zusammenarbeit, sondern wir haben tatsächlich ganze 9 Monate erstmal zusammengearbeitet im Rahmen des Beyond Online Programms und mit mir und mit Sandra Heim. Und da vermute ich, dass das ein ganz anderer Prozess war und ich glaube, du würdest mir recht geben. Unbedingt, ja. Manuela, wie bist du überhaupt auf mich aufmerksam geworden und dann auf das Beyond Programm? Kannst du dich überhaupt erinnern? Also ich glaube schon, es muss so gut vor 2 Jahren gewesen sein, dass ich so 2, 2,5 Jahren, dass ich das erste Mal auf dich aufmerksam wurde, aufgrund von Videos und Webinaren. Und da habe ich da auch dein Newsletter abonniert, habe dich weiterverfolgt und im Prinzip bin ich genau dort schon in deinen Trichter quasi eingestiegen. Und in meinem Spinnenweben sozusagen. Ja. Und bin völlig dran geblieben, weil mir das wirklich sehr gefallen hat und sehr beeindruckt hat und es mich wirklich sehr angesprochen hat, deine Art und Weise. Und so wurde ich auch, ich meine, das ist Ende vorletzten Jahres muss es gewesen sein, glaube ich, ne? So kurz so ja. Oktober, November, Dezember Zeit, dann die Information zum Beyond-Programm bekommen habe. Ja, und da haben wir losgelegt. Ich glaube, das war November, Dezember 2016 und überhaupt das gesamte Programm ging dann los im Januar 2017. Genau. Und das ist etwas, wo, also wenn einige Leute werden darüber nichts wissen, also weil wir gerade eine Pause haben und das gerade nicht aktuell durchführen, aber es ging in dem Programm um Bewusstsein, um Mindset und vor allem um entspannten Erfolg. Und das wissen viele von mir vielleicht auch nicht, also ich mache nicht nur Business und Marketing, sondern eben dieses Bewusstsein und Mindset. Wie würdest du deine Erfahrung im Beyond beschreiben? Was hast du dort erlebt und erfahren? Wie war das für dich? Es war völlig neu. In irgendeiner Art und Weise war es völlig neu, weil du und auch Sandra, ihr habt ja von vornherein auch, das weiß ich bis heute noch, die Maßgabe gehabt oder die Idee gehabt, es gibt keine Arbeitsblätter, es gibt keine Aufgaben. Ja. Und das war im Vergleich zu anderen Programmen natürlich erstmal irgendwie so, wie jetzt? Ich muss doch jetzt irgendwas machen, irgendwelche Aufgaben erfüllen. Am Anfang komisch, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, wie sehr, wie gut dieser Weg auch funktioniert. Weil diesem Beyond-Programm, denke ich, habe ich es heute auch zu verdanken, dass ich so eine gewisse Stimme innerlich höre oder auf sie höre oder weiß, dass da einfach diese Zuversicht und dass einfach auch so diese Idee mit drin ist. Und das hat mir unheimlich viele Impulse gegeben. Ja, also ein wichtiger Säule von dem Programm ist die Idee, dass wir alle in uns eine innere Stimme haben, die unsere Weisheit darstellt. Und dass wir eigentlich gar nie im Außen zu schauen brauchen, sondern immer bei uns beginnen. Und das ist das, was du, glaube ich, gerade ansprichst. Ganz genau. Und darüber hinaus auch diese Kombination mit all den anderen in Kontakt zu treten, die Erfolgsteams, die ihr auch gebildet habt. Wir waren ja jetzt hier in unserem Team zu viert und haben auch lange den Kontakt noch gehalten, beziehungsweise halten ihn noch. Und diese gegenseitige Unterstützung und der Austausch, das war schon ein sehr Programm, was wirklich einfach Impulse gibt. Also das war so ein Programm, nicht ich gebe dir jetzt die Anleitung, was du jetzt zu tun hast, sondern eher die Anleitung zum selber hinhören und zum selber auf die Spur kommen. Ja. Jeden Monat habt ihr ein neues Thema gehabt, was die ich auch sehr, sehr spannend fand, speziell Zeitmanagement und auch das Thema mit dem Know-how waren.
Erzähl mir davon. Sehr was, bekannt war. Ja, erzähl mal, was war dieses Know-how-Bahn? Also im Prinzip so dieser innere Antrieb, ständig eine Ausbildung nach der anderen machen zu müssen, weil ich immer der Überzeugung bin, ich weiß noch nicht genug. Ich weiß, ich muss jetzt noch den Kurs machen und das Zertifikat abschließen und den Kurs und dann, so diese typische Wenn-Dann-Falle. Ja. Und anstatt wirklich mal innezuhalten und einfach zu sagen, okay, das, was ich jetzt habe, das reicht. Also das, ich glaube, das ist auch immer noch, ich spüre das immer noch, wie es manchmal losgeht bei Dingen, bei Kursen, wo ich eigentlich wirklich schon das Wissen habe, grundsätzlich die Basics. Also wo es wirklich nur mal um Erfahrung sammeln, umsetzen geht, dass ich immer noch anfange, so leicht anzuspringen, das hole ich mir jetzt noch, es könnte ja noch was Neues drin sein. Inzwischen aber weiß, Moment, stopp. Für den Moment ist alles da, was du brauchst. Ja, das ist spannend, dass du das sagst, Manuela. Aus dem Monat habe ich zum Beispiel für mich persönlich mitgenommen, weil wir haben euch immer gesagt, wir sind auf der gleichen Reise mit euch. Wir untersuchen selber, was wir darüber denken, fühlen, was wir sehen können. Was ich gesehen habe, ist es eine Balance zwischen einerseits Mastery, das ist für mich wichtig, meine Säge zu schärfen in Richtung Know-how. Ich möchte den höchstmöglichen Impact oder Wirkung bei meinen Kunden auslösen durch das, was ich tun. Und auf der anderen Seite zu wissen oder zu spüren, wann will ich etwas buchen, weil ich denke, das ist die Lösung auf meine Probleme oder weil ich denke, aus unsicherem Denken heraus, aus Angst heraus denke, wenn ich das nicht mache, werde ich hinterhergelassen werden. Und dieses in sich zu schauen, was ist gerade mit mir los tatsächlich? Und aus dem richtigen Grund für etwas zu entscheiden, anstatt aus Unsicherheit heraus. Genau. Ja. Also diese Mindset-Reise war unglaublich spannend. Und wir haben aber deutlich aufgehört nach den 9 Monaten, beziehungsweise wir hatten schon ein bisschen eine Pause in der Zusammenarbeit. Und irgendwann mal hast du angefragt, ich habe einen Aufruf gemacht, ich glaube, das war im Dezember 2017, und zwar zur virtuellen Kaffeepause. Und es ging um eine 1-zu-1-Zusammenarbeit. Und da hast du dich angemeldet und hast dich auch für ein Schiff VIP Intensive entschieden. Das ist für diejenigen, die das nicht kennen, so einen Vormittag, wo wir uns einschließen, entweder virtuell oder vor Ort bei mir zu Hause, und wo wir ein Thema oder einige Themen angehen, die dir gerade wichtig sind. Und du hast das gebucht. Und meine Frage wäre, was war die Ausgangssituation? Was hat dich dazu bewegt, dich für die virtuelle Kaffeepause überhaupt anzumelden, nachdem wir erstmal die Mindset-Sachen gemacht haben? Ja, im Prinzip war ich ja schon bestens wirklich vorbereitet. Und es war für mich auch nicht mehr die Frage, ob ich jemals irgendwie so ein 1-zu-1-Coaching bei dir machen möchte, sondern es war eher die Frage, wann. Mhm. Und in dem Moment, als diese Einladung noch zu diesen Kennenlerngesprächen kam, war ich tatsächlich in der Situation, dass ich zwar eine gewisse Entspannung und Ruhe hatte, aber ich merkte auch, dass ich hatte so ein Gefühl, als ob mir an allen Ecken und Kanten noch irgendwas Kleines fehlt. Mhm. Das ist noch nicht ganz rund. Es passt irgendwie nicht so richtig ineinander. Ja. Ich bin zwar schon einen Schritt weiter, aber irgendwie hast du das nicht. Und mit der Zeit, ja, steigerte sich das auch gern zu einer Frustration. Mhm. Und die natürlich auch bester Nährboden ist von gewissen Selbstzweifeln. Immer wieder mal, der dann hochkam. So, dass mir auch klar war, ich brauche jetzt wirklich auch den Blick von außen und auch so eine gewisse Linienführung von außen. Ja, ja. Was ist jetzt wirklich dran? Wo, in welchen Teil schwimme ich jetzt, in welche Richtung? Ja. Ja, absolut. Also du bist ja auch eine gestandene Unternehmerin. Du hattest ja schon Kundinnen und Kunden bei dir, die unterschiedliche Pakete buchen, über längere Zeit bei dir sind. Und wir haben ein bisschen Facebook-Austausch gehabt, weil ich hatte ja einen Vortrag auf dem InspiCon und du hast es nicht gewusst, aber ich wollte dich ein bisschen präsentieren und vorstellen, wie du an deine Kunden kommst und wie du das machst. Und ich habe dir geschrieben, wie lange hast du eigentlich, bevor du dich selbstständig gemacht hast, schon dich mit SEO auseinandergesetzt. Und ach, das haben wir noch gar nicht gesagt. Wer du bist und mit wem du zusammenarbeitest, Manuela, magst du kurz sagen, wer du bist und was du machst in deinem Business? Ja, gerne. Noch die Kurzvorstellung. Also SEO ist mein Kernthema, Suchmaschinenoptimierung. Und bei dem Thema Suchmaschinenoptimierung, weiß ich, die meisten zucken schon zusammen, sagen, oh Gott, so viel Technik, so viel Komplexität. Ja.
mein Lieblingsthema ist es, das Ganze so auseinanderzunehmen, dass es überhaupt nicht mehr nach Suchmaschinenoptimierung klingt. Ja. Weil es oftmals einfach auch gar nicht ist, sondern wirklich reine Kundenausrichtung zu wissen. Kernelement ist meine Website und so ist auch der Titel oder mein Slogan SEO oder SEO leicht gemacht. Also wirklich leicht und mit Spaß, dass es in Routine übergeht. Dazu mache ich Workshops, Seminare, demnächst wieder einen Online-Kurs. Coache meine Kunden bzw. begleite sie auch bei einem Relaunch. Das heißt, die alte Website soll überarbeitet werden, es soll eine neue entstehen und die soll gleich von vornherein absolut suchmaschinenoptimiert, kundenoptimiert an den Start gehen. Ja, genau. Eben, und da hattest du dein Geschäft schon im Laufen in diesem Bereich und in unserem Facebook-Austausch hast du gesagt, ja, du machst das seit 2006, beschäftigst du dich mit diesem Thema, obwohl du dich erst später selbstständig gemacht hast. Das heißt, du hast mindestens 10 Jahre Mastery auf diesem Bereich, also kein Grund zu zweifeln, dass du das gut machen kannst. Und da hast du gerade eben gesagt, da hattest du ein bisschen Frustration sich gebildet und du wolltest so einen Außenblick. Und das ist häufig der Fall. Wir sitzen so oft alleine in unserem Homeoffice und wurschteln vor uns hin. Und es kommt so eine latente Unzufriedenheit hoch und wir wissen nicht, woran es liegt. Und dieser Außenblick ist unglaublich hilfreich, auch für mich und auch der Grund, warum ich auch externe Coaches ab und zu mal buche, um genau das zu reflektieren. Und meine Frage an dich wäre, Manuela, was hast du gesehen? Also wo waren diese Dinge, die so ein bisschen in den Schuh gedrückt haben, die du vorher nicht gesehen hast? Also ganz ehrlich, hatte ich auch im Vorfeld, bevor wir dann zusammengearbeitet haben und auch beim Kennenlerngespräch, wirklich so den Gedanken, naja, es geht jetzt hier um Marketingkanäle für mich, also als mein Thema. Ich muss dich vielleicht noch daran erinnern, dass meine große Fragestellung ja permanent war, Facebook-Gruppe ja oder nein. Ich fühle mich dafür nicht bereit, aber soll ich es vielleicht doch machen, bringt es was? Und damit quälte ich mich quasi jeden Tag. Und das Spannende war wirklich tatsächlich, dass wir dann wirklich nochmal den Prozess durchgegangen sind vom Verfeinern der Wunschkundenprofile. Für mich waren wirklich... Das war wirklich ganz, ganz wichtig und auch diese Abgrenzung der Pakete, die ich zwar schon hatte, die aber einfach wirklich noch zu unscharf waren. Und das war für mich wirklich so, dass das war jetzt nicht unbedingt das, was ich erwartet hatte im Vorfeld, aber wo ich danach gedacht habe, ja genau, das war es eigentlich. Das war die Basics und wir haben natürlich auch schon noch über die Marketingkanäle gesprochen, aber das gab dann eher so noch so die Abrundung. Ja, absolut. Und das ist das Ding, wo die meisten da draußen sind. Sie gucken um sich herum und es blitzelt und funkelt alle möglichen neuen Dinge, die man machen kann im Marketingbereich. Und man hört von seinem Mastermind-Partner, von anderen, du musst das oder jenes tun. Ja. Und da, wo ich gerne häufig zurückgehe, ist zu diesen Basics, weil aus meiner Sicht, es gibt so viel Kraft in dem, was schon da ist. Und manchmal braucht es nur wenige kleine Schrauben, die man dreht und plötzlich sieht man in seiner Businessplanung, wie seine Umsätze wachsen, dass die Kunden in einer Menge bleiben, die man gut bewältigen kann für seinen Typ. Und ich finde, das ist auch was bei dir passiert ist. Würdest du das auch so sehen? Absolut, absolut. Also das ist wirklich so eine, also muss auch ganz ehrlich sagen, wo es mir ganz bewusst nochmal wurde, war nicht nur nach dem Tag, sondern wirklich kurz darauf, ist es ja förmlich explodiert, sage ich jetzt mal. Ja. Ich habe eine Anfrage nach der anderen reinbekommen über Kooperation, über verschiedene Kanäle. Ja. Die L-Pakete, also die großen Relaunch-Pakete, wo ich mir gesagt habe, naja, so 5 im Jahr reichen, weil das sind große Projekte, langfristige Projekte. Ja, die 5 hatte ich gleich im ersten Quartal. Ja. Am Start. Und das waren wirklich so Punkte, wo ich genau wusste, ja, es ist wirklich so, dass ich weiß jetzt, worum es geht. Ich weiß jetzt, worauf ich mich zu fokussieren habe. Ja. Ich habe ein klares Ziel und den Weg gehe ich. Es ist nicht mehr links und rechts dieses Hin und Her gucken und grübeln, was ja zudem auch sehr, sehr erschöpfend ist. Ja. Sozusagen. Und das ist grandios, also wirklich. Ja, absolut. Und das ist diese Kraft der Klarheit,
Und auch das ist mein gesetztes Ziel bei diesen VIP-Intensive, ist, dass eine solche Menge an Klarheit entsteht, dass man plötzlich ganz anders auftaucht in den nächsten Tagen. Und das ist echt dieser Effekt, was du beschreibst und wo wir gesprochen hatten. Ich glaube, es war nach 4 Wochen oder sowas, hatten wir unser nachbereitenden Gespräch und du hast gesagt, ah ja, 4L-Pakete verkauft und irgendwie 16.000 Umsatz reingebracht in 4 Wochen Zeit. Es war einfach unglaublich, das ist diese Kraft. Wie ist es weitergegangen nach diesem Gespräch? Also was sind irgendwelche andere Dinge eingetreten für dich, also an noch mehr Klarheit oder noch mehr Ergebnisse, die für dich erfreulich waren? Es ist grundsätzlich einerseits die Klarheit, andererseits, vielleicht erinnert es sich daran, dass ich beim L-Paket ja noch kurz geschluckt habe beim Preis. Ja. Du so freundlich warst, noch ein bisschen gnädig mit mir zu sein und aber meintest, dass wir nächstes Jahr dann nochmal anders drüber sprechen, bei den Inhalten, die sind. Und das Erstaunliche war für mich wirklich mit dieser Klarheit, mit diesem Bewusstsein, auch mit diesem ganz klar, das ist drin, das passiert. Also Ablauf, den ich ja vorher schon Intus hatte, aber von dem ich selber irgendwie scheinbar nicht so 100% überzeugt war. Das war wirklich wie so nochmal richtig Beine auf die Erde bekommen, dass mir kurz darauf klar wurde, okay, hier kann ich noch ein bisschen variieren, weil jetzt auch ganz andere Projekte nochmal an den Start kommen. Also Website und Online-Shop ist zum Beispiel schon mal nicht gleich. Also es gibt schon unterschiedliche Aufwendungen, sodass ich da aber auch überhaupt A, kein Problem hatte, den Preis zu nennen, überhaupt kein Problem mehr. Ja. Und B, jetzt auch sage, bei diversen Projekten würde ich gerne nochmal ein bisschen nachkalkulieren. Also nicht unbedingt sofort mit dem Paketpreis rausgehen, weil ich weiß, da ist noch, das muss ich nicht alles für das L-Paket verkaufen, weil da gibt es einfach Unterschiede. Ja. Und einfach auch diese Ruhe und Sicherheit, dass das so funktioniert. Kennenlerngespräche haben wir ja auch ein bisschen hin und her gedealt, wie hoch die Conversion-Rate ist. Das ist ein bisschen höher, als du mir zugetraut hattest. Mhm. Dann ist es wirklich so, dass ich nahezu jedes, es sind wenige Gespräche, ausgewählte Gespräche, aber ich kann jetzt nur an 2 erinnern, wo es nicht sofort geklappt hat. Ja, ja. Wir haben sehr konservativ gerechnet, gell? Also das tue ich auch ganz gerne. dass du dir sicher bist, dass es auch klappt, was wir da uns vornehmen. Aber umso besser, wenn es durch die Decke geht. Ganz schön. Ja. Es gibt noch einen Aspekt, also der ist mir jetzt in den letzten 3 Wochen sehr, sehr bewusst geworden. Ich habe es dir gerade kurz erzählt vorher. Mein Sohn ist krank geworden. Nichts Dramatisches, aber es war notwendig, dass er 3 Wochen jetzt absolute Ruhe hat. Das ging so peu à peu und ich weiß, dass ich am Anfang wirklich, ich habe jetzt in der Zeit 6 Coaching-Termine und einen Intensivtag verschieben müssen. Mhm. Und das war für mich als Einzelunternehmerin erstmal schon so, wow, wie kriege ich das alles noch hin? Ja. Und das Entscheidende war wirklich, dass ich irgendwann merkte, ich werde von Tag zu Tag ruhiger. Mhm. Einerseits ich zwar diese Akzeptanz hatte, dass es jetzt so ist, aber andererseits ich auch wusste, okay, durch diese Übung auch, durch diesen Blick zu sagen, okay, was ist jetzt wirklich dran? Was muss jetzt wirklich sein? Wo liegt jetzt der Fokus? Einen Schritt nach dem anderen. Ich bin mir ziemlich sicher, das wäre vor einem Jahr noch nicht so gelaufen oder beziehungsweise auch vor dem Intensivtag. Diese Sicherheit und Klarheit ist wirklich sehr erdend, ja, und sehr entspannend. Oh ja, absolut. Und wow, das ist schön. Und wo du gerade sprichst, Manuela, lass uns darüber reden, über dieses das Ding. Also wir haben gesagt, bei diesem Beyond-Programm ging es um Vertrauen. Mhm. Vertrauen in sich, Vertrauen in dem Leben, in den Impulsen, die man bekommt, eben dieses Slow Down, What's the next step und so weiter. Und dann auf der anderen Seite, und da muss ich ein bisschen grenzen, wenn ich an unseren VIP-Halbtag denke, weil ich weiß noch, ich war so zack, 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 wir gehen das alles durch. Es war logisch, analytisch, wir schauen die Zahlen an, wir machen einen Marketingplan und all diese Dinge. Und irgendwie diese Kombination aus beidem, und das steht auf meiner Website so mit der Idee, dein Business mit Strategie und Struktur, aber vor allem mit viel Herz und Intuition. Was bedeutet es für dich, diese beiden Dinge quasi zu kombinieren? So, wenn man sagen würde, Vertrauen auf der einen Seite und Klarheit, was mit diesen Strategien einhergeht. Was bedeutet das für dich persönlich? Es bedeutet mir sehr viel, weil ich grundsätzlich auch ein sehr strukturierter und klarer Mensch bin. Ich bin zusätzlich aber auch ein recht introvertierter Mensch. Also das heißt, ich bin auch sehr gern mal mit meinen Gedanken und ja,
denke teilweise auch ein bisschen drüber nach. Und ich weiß, dass ich Zeiten hatte, wo ich immer versucht habe, natürlich auch in einer anderen Form viel, viel forscher vorzugehen. Und wie muss jetzt das und dieses rausgehen? Mit dieser Klarheit, mit dieser Sicherheit und natürlich auch ein Stück weit mit dem Erfolg, der sich logischerweise damit eingestellt hat, gibt mir das so eine gewisse Ruhe und Entspannung und ja, um es einfach mal wirklich auf den Punkt zu bringen, auf einen Satz, es lässt mich auch so sein, wie ich bin. Mhm. Es nimmt mir so dieses, diese Anforderung, eine Rolle zu erfüllen oder da wirklich ständig jeden da hinterher zu gehen, was da so auf den Markt kommt oder jeden Trend. Natürlich schaue ich mir auch naturgemäß alles an, was meinen Bereich betrifft. Aber es gibt einfach auch Dinge, wo ich sage, okay, das wird jetzt nicht zu meiner Kernkompetenz, ich suche mir dafür Partner und ich konzentriere mich hier drauf und tue, was ich auch gerne mag und mache und gut kann. Das ist unglaublich entspannend. Und ein gutes, wo ich ein ähnliches Erkenntnis hatte, Manuela, war vor einigen Jahren, wo ich auf einem Seminar war mit dem George Pransky. Und er hat irgendwo in einem ganz kurzen Satz auf der Bühne sowas gesagt wie: The most stressful thing you can do is to ask yourself, who am I and how am I doing in the world? Mhm. Und dieses loszulassen, wer bin ich und was leiste ich hier auf der Erde, das Vergessen beiseite zu lassen und einfach showing up, den Impulse folgen, die da sind, das, was sich entfaltet im Leben, das nicht links und rechts zu schauen, all diese Dinge, das war einer der unglaublichsten, entspannendsten Momente in meinem Leben, wo ich das gesehen habe. Und das ist das, was du für mich beschreibst. Absolut. Absolut. Also wirklich so dieses, ja, Selbstvertrauen, zu wissen, was dran ist. Ich habe auch in der Zeit, ich habe ihn gerade abgemacht vor unserem Video, aber ich habe mir dann hier auch ein Post-it hingehängt und habe drauf geschrieben, was ist als nächstes dran? Ja. Und wie gesagt, auch in diesen 3 Wochen dieser Zwangspause, jetzt ist mir auch nochmal bewusst geworden, ich habe es auch genutzt, ich habe es auch nutzen können, weil ich dann geschaut habe, okay, jetzt hast du die Gelegenheit mal zu gucken, wie viele Prozesse vielleicht auch noch auf dem Tisch liegen, die du einfach aus irgendwelchen Gründen machst, ja, die aber jetzt nicht wirklich direkt nützlich sind, hilfreich sind, dir gefallen oder sonst irgendwie, sondern weil es irgendwie alle machen oder keine Ahnung. Also es gibt ja diverse Gründe dafür. Ja. Aber da auch wirklich die Sachen herauszuwählen, die jetzt wirklich wichtig sind und auch in dem Moment auch wirklich entscheidend sind. Ja, absolut. Das ist eine so kraftvolle Frage. Und dazu sollte jeder einfach da aus Post-it draufhängen. Was ist als nächstes dran? Ja. Mehr müssen wir gar nicht wissen. Ja. Mehr müssen wir gar nicht wissen. Also bitte, genau. Gutes Strategie. Und eins, was mir noch, also was ich auch immer, dein Spruch, den ich immer im Ohr habe, ist auch bei diesen ganzen Marketingaktivitäten, ich hatte auch immer den Anspruch an mich, du machst SEO, du bist im Online-Marketing unterwegs, du musst alles drauf haben. Ja. Du musst alles können, du musst jedes WordPress-Plugin kennen, du musst... Ja. Es ist aber rein de facto einfach mal nicht unbedingt möglich, ja, alles zu wissen. Es gibt einen Überblick und ich informiere mich, ich lese gerne, klar, die Fachbücher. Und es gab mir jetzt auch so eine gewisse Ruhe, als wir das Thema Marketing auch unter die Lupe genommen haben, auch welcher Kanal mir liegt und dass ich gerne mit meinem Podcast und mit meinen Webinaren so weitermachen möchte. Und als du dann, ich glaube, in einer Fragerunde kam das dann nochmal, dass du dann irgendwann auch sagtest, es ist normal, dass man da ab und zu auch ein bisschen stolpert, auch bei der Content-Erstellung. Es ist wie ein Muskel, den man trainiert. Das ist auch einer meiner Leitsätze geworden, wo ich sage, ja, ich habe die Zeit, es erstmal jetzt zu trainieren, bis es funktioniert. Erst dann muss ich das Nächste anfangen. Ich muss nicht alles gleichzeitig und vor allen Dingen der Effekt ist viel positiver, wenn ich wirklich eins am anderen. Und das ist das, was für mich auch entspanntes Business beinhaltet. Ja. Ich mich hin und her getrieben fühlen zwischen irgendwelchen Trends und Lösungen und Tools. Absolut. Und ich hole ein bisschen auch für die anderen, die zuhören, einfach generell dieses, wir hatten, ich glaube, das war in einem Gruppencoaching mit den anderen One-to-One-Kunden, ja. Und viele fragen sich, wie schafft man das? Als Unternehmerin hat man so viele Bälle in der Luft. Man bedient die aktuellen Kunden, man entwickelt seine Angebote weiter, man macht das Marketing, um Sichtbarkeit zu schaffen, neue Kunden anzuziehen.
die ganze Akquise und Kennenlerngespräche, die Administration, jetzt kommt DSGVO dazu. Ja, genau. Das sind unglaublich viele Bälle, das Team führen, wenn man ein Team hat und solche Dinge. Und das war das Gespräch, was wir in diesem Gruppencoaching hatten. Für mich war der einzige Weg, um irgendwann mal hinzukommen, zu jonglieren, wirklich das zu tun, wie man auch jonglieren lernen würde. Nämlich erstmal nimmt man einen Ball und schmeißt es einfach ein bisschen in die Luft. Dann nimmt man irgendwann mal ein zweites dazu. Das geht gerade noch am Anfang. Und dann irgendwann mal nimmt man ein drittes. Und man, das erste Mal, wo man einen dritten Ball hinzufügt, fällt es unglaublich oft runter. Ja. Nämlich regelmäßige Podcasts machen. Das wäre zum Beispiel etwas, man nimmt es dazu, es fällt einfach runter. Ja. Irgendwann mal hat man es in der Luft und man kann das aufrecht halten und das wird dann wie Fahrradfahren. Man denkt gar nicht mehr drüber nach, bis man einen vierten Ball hinzufügt. Ja, genau. Und man denkt das Ganze von vorne wieder an. Und das hat mich auch unglaublich entspannt für mich selber zu merken, okay, das ist wie Jonglieren oder das ist wie in einem Muskel trainieren. Ich bringe immer etwas hinzu. Und ich müsste es nicht perfekt können auf Anhieb. Es ist ein Prozess, wie alles andere auch. Ganz genau. Ja, ja, absolut. Ach, wie entspannend ist das denn? Ja. Was hast du demnächst vor, jetzt wo du zurück bist von diesen 3 Wochen Pause? Was hast du auf dem Plan? Was steht als nächstes bei dir an? Ja, diese Woche ist erstmal entspannt alle Coaching-Termine nachholen. Bin aber gut im Fluss. Und das Nächste, was sein wird, ist tatsächlich, da bin ich gerade nebenher auch dran, wenn wir mal dieses DSGVO-Thema so ein bisschen vom Tisch haben und das Ganze jetzt mal so ein bisschen in Sack und Tüten ist, auch für die Kunden, möchte ich meinen Online-Kurs wieder online bringen. Also der existiert an für sich schon. Und zwar war jetzt so ein bisschen die Hin- und Her-Überlegerei, wie mache ich es? Und ich habe mich dafür entschieden, auch aus einer inneren Stimme heraus, ich brauche diesen persönlichen Kontakt, also ein reiner automatisierter Online-Kurs, der wirklich nur automatisch läuft, möchte ich nicht. Mhm. Es wird einen Online-Kurs geben mit, ich bin mir noch nicht ganz sicher, 2 oder 3 Halbtages-Workshop-Termin. Mhm. Halbtage deswegen, weil ich weiß, Suchmaschinenoptimierung ist ein hartes Brot, wenn man es vorher nicht gemacht hat. Es ist viel Information und ich habe das schon mit Ganztages Online-Workshops gemacht und ich weiß, es freut mich auch nicht, wenn meine Teilnehmer am Abend so völlig erschöpft sind. Ja. Wir wissen, wo vorne und hinten ist. Deswegen würde ich das auf halbe Tage aufteilen. Und das ist gerade mein Plan, das nochmal eine neue Form zu bringen, eine neue Struktur, das, was da ist, noch ein bisschen ein paar Neuigkeiten ergänzen, sodass ich Ende Mai, Anfang Juni würde ich damit an die Öffentlichkeit gehen. Mhm. Dann man das. Und hoffe, dass es da noch einige Interessenten gibt, die gerne mit Suchmaschinenoptimierung weitermachen möchten. Ich glaube, das sind jede Menge Leute, die würden da weitermachen mit Suchmaschinenoptimierung. Auf dem Inspicon war es auf jeden Fall auf ganz offene Ohren gefallen, dass es jemanden gibt, der man damit helfen kann. Ich meine, man gibt so viel Geld aus für seine Website und für seine Online-Kommunikation und die SEO-Optimierung ist so ein Kirsche drauf, dass es dazu hilft, Kunden einen zu finden online. Das ist ein ganz wesentliches Thema. Ja. Wo findet man mehr über dich und deine Arbeit online? Also am besten auf meiner Webseite www.manuela-kind.de. Mhm. In den einschlägigen Kanälen wie iTunes oder Podcaster etc. findet man auch meinen Podcast. Mhm. Leicht gemacht. Mhm. Und da werde ich demnächst auch eine, weil du gerade auch sagtest, man hat eine teure Website, kam mir letztens die Idee, als ich an der Elbe saß. Die Website ist oftmals mehr. Die Website ist eine persönliche Assistentin rund um die Uhr, kann auch ein Headhunter sein. Da hatte ich gerade auch eine Kunden. Da geht es nicht um Kunden, waren genügend da, Mitarbeiter fehlen. Und das würde ich in meinem nächsten Podcast-Episode, so in 2, 3 Wochen werde ich das Thema mal aufgreifen. Schön. Was man da alles eigentlich wirklich noch herausholen kann. Oh, diese Idee gefällt mir sehr gut, Manuela. Das stimmt auch, ja. Also da, bei uns werden die virtuelle Kaffeepausen, da ist die Anmeldung drauf, da kommt man direkt hin. Es macht schon mehr als die Kundengewinnung. Es erfüllt schon einige Rollen, das stimmt schon. Ja, genau. Sehr gut.
Also, wenn du SEO-Optimierung suchst, bist du bei Manuela bestens aufgehoben. Und wenn du das Gefühl hast, das Gespräch hat dir heute gefallen, du hättest auch jemanden, mit dem du dein Business reflektieren kannst, wo du einen Blick von außen bekommst, um mehr Klarheit für dich zu gewinnen, um kraftvoll nach vorne zu gehen, dann bist du natürlich herzlich willkommen, dich anzumelden für eine virtuelle Kaffeepause. Das findest du bei uns auf shellyastevens.com. Überall auf der Seite ist eigentlich ein Knopf zu finden für die virtuelle Kaffeepause mit meinem erfahrenen und einflussenden Enrollment Coach Simone Fürste, die normalerweise die Gespräche durchführt. Und wir freuen uns unglaublich auf dich. Manuela, für dich herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute, Liebe und Schöne, viel Erfolg, aber noch mehr Freude und Entspanntheit in deinem Business. Und vor allem, wir wünschen dir, dass deinem Sohn viel besser geht, jetzt wo er schon die erste Hürden überwunden hat, gesundheitlich. Und ja, wir hören ganz sicher voneinander demnächst online. Vielen Dank, Schöne. Vielen, vielen Dank. Gerne. Tschüss. Ciao, ciao.